Was geht, liebe 2K-Community? Herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video auf diesem Kanal. Heute möchte ich euch zwei Budget-Beasts vorstellen. Ruby-Karten aus der Summer League Collection. Einmal Cam Whitmore, der ist overall offensiv und defensiv so ein Monster. Small Forward kann er spielen, hat auch ein richtig gutes Tempo. Und dann einmal Jabari Smith Jr., Center Power Forward, der einen guten Wurf hat. Catch and Shoot auf Silber, guter Pick and Popper. Ist zwar ein bisschen schwächer auf den Rippen, aber hat mit Sicherheit seine Berechtigung in diesem Game. Ich werde jetzt in Triple Threat Online mit diesen Karten reingehen. Ich habe außerdem noch Damian Lillard dabei. Falls ihr wissen wollt, wie diese Karte abgeht, könnt ihr euch mein Video zu ihm angucken. Da habe ich einmal ein Lohnt sich Video zu gemacht. Diese Lohnt sich Serie wird es in Folge immer wieder geben. Das ist auch jetzt eigentlich ein Teil davon. Lohnt es sich, einen dieser beiden oder beide Spieler zu holen oder zu erspielen? Guckt mal in euer Agenda-Menü. Da seht ihr diese Summer League Collection und da könnt ihr euch die Rubies auch unter anderem freispielen. Und es dauert wirklich nicht lang. Man muss, glaube ich, ein paar Multiplayer-Games machen, aber es geht völlig klar. Schauen wir uns jetzt mal die Spieler in dem Game an. Wir haben Damian Lillard, Jabari Smith Jr. und wie gesagt Cam Whitmore am Start. Der Gegner hat nicht das geilste Team, aber LeBron James Free Agent. Das ist ein ganz guter Test für die Defense. Während hier einmal Jabari Smith Jr. ist es, glaube ich, oder Cam Whitmore, ich erkenne es nicht so gut. Wie gesagt, das Fenster, wo ich drauf gucke, ist immer relativ klein. Ich glaube, es war Cam, der geht relativ einfach durch. Ja, Jabari Smith ist der längere. Ja, und da ist er in der Defense. Das ist so ein Punkt von Jabari. Da musst du mal gucken, wie er sich bewegt. Gegen schnellere Spieler ist es natürlich schwer. Hier LeBron James, eigentlich schon relativ beweglich, aber wir bleiben gut vor ihm. Den Fadeaway kann er nicht reinmachen. Gute Defense an dieser Stelle. Und jetzt gucken wir mal, wie wir weitermachen können. Wir haben wieder den Ball mit Whitmore. Wir wollen eigentlich mal gucken, ob wir den Drive hinbekommen. Haben hier unseren Dribble-Move, kommen gut durch. Und passen nochmal raus, weil wir den Wurf testen möchten von Jabari. Im Post, schöner Fadeaway. Geht leider nicht rein. Im Post kann ich mich auf jeden Fall noch verbessern. Der Post ist Stand jetzt die Meta im Game. Also wenn ihr gute Post-Player seid, dann nutzt das ruhig aus. Es ist wirklich so, die Leute, die einen guten Fadeaway-Timing haben oder die gute Post-Moves haben, die können heute im Game richtig abgehen, solange es nicht gepatcht wird. Übrigens, Patch kommt auch raus, ist gerade, glaube ich, schon aktiv, kann also gedownloadet werden mit dem Beginn des nächsten Spiels, während Cam Whitmore hier durchgeht. Wir müssen auch noch mal ganz kurz über Cam Whitmore sprechen. Der ist wirklich eine brutale Karte. Also ich habe den jetzt in Unlimited gespielt. Viele von euch haben ja vielleicht meine Unlimited Weekend League Serie schon gesehen, wo es ja bisher leider noch nicht so gut lief. Game 7 kommt übrigens dann am Freitag. Und wir müssen dann mal gucken, ob der nicht sogar ein Starter ist. Denn die Games, die ich jetzt offstream gemacht habe, die nicht mehr am Wochenende waren, da hat der mir schon extrem gut geholfen. Für mich ist das Stand jetzt, glaube ich, sogar der beste Small Forward im Game. Er ist nicht der Größte, er ist von der Größe her eigentlich eher jemand, den ich gerne auf Shooting Guard sehen würde. Aber er hat alles. Er hat alles, was man braucht. Der Dreier ist nicht der Höchste und er hat auch nicht die krassesten Plaketten. Aber er gleicht es halt wirklich aus mit allem anderen, was er hat. Die Gefährlichkeit im Drive, das Dribbling, die Schnelligkeit, während Jabari Smith hier wieder einen schönen Wurf nimmt. Und das ist das Gute, wenn du so einen Big Man hast, der auch mal shooten kann. Der ist nämlich nicht nur ein Shooter, sondern er kann sich auch halbwegs bewegen. Und schon hast du jemanden, der auf allen Leveln gefährlich ist. Genauso wie ein Damian Lillard auf Point Guard, der nicht nur werfen kann, sondern der auch mal einen Dunk machen kann und nicht die ganze Zeit geblockt wird, weil er nur Korbleger macht. Das ist schon sehr, sehr wertvoll. Gucken wir mal weiter, was hier so passiert. Wir holen uns den Ball ab mit Cam. Wahrscheinlich kommt kein Pick and Pop. Es kommt der Zug zum Korb. Das wusste ich gar nicht mehr. Ey, Layup holt er sich natürlich gegen, ich glaube, das ist Chauncey Billups, den er da hat, oder der Derek Fisher. Das ist natürlich easy money für Cam Whitmore. Während jetzt der Gegner schon wieder versucht, irgendwie an uns vorbeizukommen. Der hat irgendwann gemerkt, dass es nichts wird. Das werdet ihr auch merken. Ich lasse es hier jetzt mal uncut. Macht den Dreier hier noch rein mit LeBron, das ist natürlich frech. Aber ihr werdet es am Ende merken, er wird merken, dass er keine Chance hat. Cam und Jabari drehen auf, ich komme dann zu meinen Moves, die dann immer klappen. Ihr seht hier mit Damian Lillard, habe ich noch meine Probleme. Das muss im Dribbling einfach besser werden, finde trotzdem Jabari und der macht das Ding. Natürlich rein für 2, wir führen mit 10 zu 7. Das ist knapper, als ich gedacht hätte, als ich das Team vom Gegner am Anfang gesehen habe. Dachte ich, ja, ganz, ganz easy Game. Aber er macht gut mit seinem LeBron James, hat er immer wieder Punkte erzielt. Die anderen zwei nehme ich jetzt nicht so ernst, die haben da auch nicht so viel gemacht. Es ist halt krass, dass dieser LeBron James hier einen Curry-Slide macht.
während ich mit Steph Curry Endgame in 2K23 nicht mal einen Curry-Slide machen konnte. Hier muss ich mit Lillard die Punkte nehmen, wenn ich das Spiel gewinnen will und es deutlicher halten will. Diese Stelle jetzt mal nicht mit Punkten von Cam oder von Jabari. Es steht 9-12, das ist schon immerhin ein 3-Punkte-Spiel. Das ist so für den Kopf immer ganz gut, wenn du ganz genau weißt, Alter, der kann jetzt dir einen Dreier ballern und du liegst nicht hinten. Weil auch wenn es ein Punkt Rückstand ist, es ist ein Rückstand. Das ist einfach für die Birne was ganz anderes im Gefühl. Gegner ist auch immer nervöser, wenn er weiß, er liegt hinten. Wir kommen gut durch hier. Okay. Das war Cam mit einem athletischen Dank, ey. Denke, es macht einen normalen Dank. Auf einmal packt er hier einen 360 raus. Gute Defense hier, werden nicht belohnt mit dem Ball. Jabari hatte nochmal die Chance, da ranzukommen. Gegner bleibt im Ballbesitz und wieder in die Corner. Diesmal mit seinem Goldspieler. Und da hätte er den Wurf vielleicht nehmen können. Ich weiß nicht, wie langsam der Release von dem Spieler ist, den er da hat. Hier wieder ein guter Reach-In-Versuch, aber trotz der richtigen Position in der Passing-Lane bekommen wir den Ball nicht. Rebound und jetzt Cam verliert den Ball wieder. Richtig ätzend, hätte man eigentlich mehr draus machen müssen. Aber so ist der Gegner wieder im Ballbesitz mit Derek Fisher. Und da wird er geblockt von Jabari Smith Jr. Let's go! Cam Whitmore wartet wieder. Ich will das Pick-and-Pop spielen. Will euch zeigen, was Jabari Smith im Wurf drauf hat. Ja, und da ist er wieder. Let's get it. Für Triple Threat Online ist halt wirklich auch Cam Whitmore ein Spieler, den du eigentlich schon fast als Point Guard laufen kannst, also als kleinsten Spieler. Und dann zwei Stretch Bigs, wie zum Beispiel Jabari Smith oder ja vielleicht sogar Giannis noch dabei. Das habe ich teilweise auch so gelaufen, bevor ich die Gameplays aufgenommen habe. Let's go, Cam. Macht er nicht rein, Alter. Macht er nicht rein. Ich weiß gar nicht, wie das passieren konnte, aber wir kriegen den Alley-Oop. Let's go. 9-18, jetzt ist eine deutliche Geschichte. Wo war ich stehen geblieben? Genau, ich laufe auch teilweise in Triple Threat Online, dann Giannis, Jabari und Lillard. Oder du könntest auch statt Lillard Cam Whitmore, wobei dann Lillard nach dem Dribbling vom Block stellen noch ein bisschen gefährlicher ist in der Dreierposition. Ich finde diese drei, die ich jetzt so laufe, die sind eigentlich das perfekte Triple Threat Online Match. Weil selbst wenn Jabari in der Defense jetzt gegen einen Giannis oder gegen einen Embiid oder so nicht so tough aussieht, oder ein bisschen stehen gelassen wird. In der Offensive mit dem Pick and Pop ist das so vielseitig, dass du da wirklich Leute schwindelig spielen kannst. Und schwindelig spielen versuchen wir jetzt ja auch mit Cam. Gegner Reach wieder rein. Richtiger Minus-Move hier. Lame as fuck. Aber wir machen weiter mit Damian Lillard. Holen uns mal ran. Und schauen, was wir machen. Schönen Spin-Move, Step-Back. Ah, Ball aufgenommen. Muss den wieder zurückpassen. Nochmal von vorne wieder mit Pick and Pop vielleicht. Er unterbricht mein Dribbling und dann kommt Jabari Smith mit dem Fadeaway und der ist Money. Wir führen mit 12-20, 8 Punkte Vorsprung. Wir machen uns über den Sieg gar keine Gedanken mehr. Jetzt geht es einfach nur noch darum, nochmal einen schönen Punkt zu erzielen. Der Gegner macht es wieder mit LeBron James, macht den Dreier nicht rein. Das habe ich mir fast schon gedacht, das wäre zu krass gewesen. Rebound wollte keiner. Laufen wir durch die Mauer, ey. Früher war das immer so eine Mauer. Früher konnte man gar nicht ins Auslaufen. Seit ein, zwei Jahren kannst du auch ins Auslaufen, aber man muss wirklich schon eine krass dumme Animation bekommen, wie es jetzt hier gerade so war. Natürlich wollte ich nicht ins Auslaufen. Offensiv-Rebound beim Gegner. Was macht er mit LeBron? Er passt wieder raus. Das ist halt das Ding, der hat da so einen Goldspieler drin. Der hat natürlich gar nichts gebracht. Ich denke mal, der Gegner ist entweder kompletter Anfänger oder er wollte einfache Gegner bekommen. Hat jetzt an der Stelle leider nicht für ihn funktioniert. Wir bekommen wieder den Rebound. Jabari Smith. Cam Whitmore, wo ist der Block? Das ist absoluter Quatsch, den wir hier machen. Und dann dachte ich mir so, ja komm, lass beenden den Aal. 22-12, easy money. Cam Whitmore und Jabari Smith Jr. Ganz, ganz klare Empfehlung. Also wenn du nicht viele MT hast, dann guck dir die Challenges mal an. Ich weiß, es ist glaube ich ein bisschen Multiplayer dabei. Für manche ist das echt ein Problem. Aber immer noch besser als irgendwie für zwei Spieler 100.000 MT auszugeben. Oder du wartest noch ein paar Wochen und holst sie dir dann für günstiger. Ich glaube, alle drei Wochen werden die Preise aktualisiert. Problem ist halt, dann sind schon wieder bessere Spieler draußen. Du hast nicht mehr diesen Effekt von den beiden Spielern. Deswegen, schau es dir mal an, probier es aus. Für mich funktionieren die zwei richtig gut. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Ich bin erstmal raus.